Alexander, hallo, das ist der HQ Symphony Pro 2.2 Test für euch. Wir schauen uns die Lenkmatte an, wir vergleichen es mal mit einer älteren Version. Ich zeige euch, was alles drin ist und natürlich gibt es wie immer dann meine Empfehlung dazu, ob das etwas für euch ist oder ob das auch etwas für euch nicht sein könnte. Hier, das ist das Modell R2F und was hier schon mal gleich auffällt, wenn du die Matte auspackst, das zeige ich euch, sind diese hier und zwar, Moment, zeige ich euch mal, ja, und zwar haben sie endlich mal stärkere Leinen dran gepackt. Und ich hoffe, dass es mal die Serienabteilung ist. Weil hier sind es nicht sogar 140er, sondern sogar 160er Leinen drauf gewesen. Und absolut klasse Verarbeitung. Also es ist so diese Qualität, wie diese eigentlich von den teuren Vierlinern. Deswegen, wenn ihr euch wundert, weil hier sogar auf der Verpackung steht ein 140er drauf. Ja, ich hoffe, es ist Standard, weil selbst 140er wäre gut für diese Matte. Ich kann euch nur sagen, jetzt mal rum, die ersten Leinen, die damals mitgeliefert worden ist bei der Symphony 2.2, das waren nur 100er gewesen, die waren schon bei Windstärke 3 bing, bing durch gewesen und seitdem habe ich halt hier wirklich, ich glaube, 160er oder 140er, eins von den beiden dran gepackt und nie mehr Stress gehabt. Deswegen, wenn ihr die Matte bekommt, guckt mal, was an Leinen dabei ist. Und was auch sehr schön ist, mal auch, was mich auch gefreut hat, sind 25er, keine 30er. Diese 30er ist okay, ja, fürs gemütliche Fliegen, aber du willst bei der Lenkmatte ein bisschen was. Also meine Erfahrung ist halt, alles, was so bis ungefähr so 1,8, 2,2 Meter Spannweite ist, sind 25 Meter super und alles, was so im Vierliner-Bereich ist, 2 Quadratmeter, 3, 4 Quadratmeter, ungefähr 20 Quadratmeter, damit du, oder vielleicht sogar noch 18, wenn du Buggies fährst, um einfach näher dran zu bleiben, dann hast du einfach mehr Kontrolle darüber und natürlich, das Flugverhalten bei längeren Leinen ist was anderes, es ist mehr indirekter und du kannst einfach länger fliegen, ohne dass du so rumziehen musst, aber du musst aber bedenken, dass du auch die Leinen so ein bisschen mal deinen Windverhältnissen anpasst, wenn du im konstanten Druck hast und konstanten Zug hast irgendwo an der Nordsee, kannst du natürlich mit kürzeren Leinen, kannst du auch mit längeren Leinen fliegen, mit kürzeren, wo du viel Bewegung drin haben musst. Deswegen probiert es aus. Aber hier ist einfach schön, dass sie halt keine 30er Leinen dran gepackt haben, sondern sie haben halt die, genau. Wenn ihr wissen wollt, wie man sowas halt aufwickelt oder abwickelt, halt hier, das haben wir ein bisschen anders gemacht, halt hier, genau. Dann guckt euch mal das Video an, immer schön in der 8 rumwickeln, genau, und da unten, die macht ihr mit dem Bruchknoten halt selbst fest. Da habt ihr aber ausreichend Videos bei mir, genau, ausreichend Videos bei mir, um euch das anzugucken. Genau, jetzt verstehe ich das Ganze. Zweimal drum machen. So, das Ganze kommt in einer Hülle, wie gesagt, hier ist auch ein bisschen offen, in der Nebenseite finde ich gut, dann setzt es auch keine Feuchtigkeit halt hier an und ansonsten bei innen drin noch ein Handbuch drin gewesen. Ich zeige euch gerade noch die Maße da drauf, weil das für den einen oder anderen vielleicht wichtig ist. Die sind immer hier bei HQ, genau, die sind immer hier bei HQ, sind sie aufgedruckt, hier nehmen wir das hier. Zack. Genau, da sind immer die Maße aufgedruckt, dann seht ihr mal das Ganze. Und wir haben 2 bis 6 passt wunderbar. 14 würde ich auch sagen, 12 bis 14 kannst du rausgeben im Teil. Geht halt bei, wenn ihr Kinder habt, geht bei kleineren Windstärken raus. Und wir haben eine Spannweite von 2,20 und eine Breite von 73 cm. Und ansonsten halt, genau, Standards. Was mein Tipp ist für euch jetzt, weil wie gesagt, hier sind keine, hier sind nur ungepolsterte dabei. Guckt, dass ihr noch für 10 Euro euch ein Pack gepolsterte Schlaufen habt. Die habe ich jetzt leider vergessen hier, aber euch zu zeigen, damit gibt es genug Geschichten dafür, um euch das mal zu erklären. Die gepolsterten Schaufeln sind einfach dicker, die sind runter und die könnt ihr dann besser um das Handgelenk drum machen. Dann schneiden euch diese Polyester-Schlaufen, ungepolsterte Schlaufen, nicht zu stark ein. Nachteil bei gepolsterten Schlaufen ist, dass sie halt ein etwas indirekteres Gefühl geben, weil es natürlich weicher und schwammiger ist. Also guckt halt, wie gesagt, bei alles 2 bis 3 ungepolsterte, bei alles 3 bis 4 aufwärts hole ich gepolsterte Schlaufen. Ja. So, jetzt packen wir mal die Matte an. Jetzt guck ich mal, da ist für euch, ich hoffe mal, ihr könnt es genau bis hier und von da unten könnt ihr es sehen, dann haben wir die komplette Spannweite auf dem Video drauf. Genau. Das ist die alte, genau, das ist die alte, das ist die neue. Ja. Ich packe gerade mal das ab, das brauchen wir nämlich nicht. Fertig. So. Genau. Das ist nur weiß. Die Farben sind etwas anders, genau von dem Modell. Hinten ist die alte weiß gewesen. Ja.
von dem Material würde ich sagen, es ist auch vom Gefühl, würde ich sagen, es ist das gleiche Material wie bei der alten Serie halt auch. Das ist, wie gesagt, die haben das jetzt die ältere ohne Pro Symphony 2.2 und das ist die mit Pro. Genau. So, wir haben auch. So, genau. Ah, die ist ein bisschen gespeckt, weil ich genau. So, hier ist hier unten das hier. Das könnt ihr nehmen, um sie zu befestigen an einem Crown Stake. Das ist so ein Anker, ein Bodenanker, könnt ihr festmachen. Genau. Und jetzt gucken wir mal an, wie sie aufgebaut ist. Und dann vergleichen wir das Ganze mal. So. Genau, da könnt ihr es auch schon gleich erkennen. Also vielleicht für die Geübten oder nicht, aber ich zeige es euch mal. Wir haben ungefähr, so, wir haben ungefähr die gleiche Höhe, ja, die gleiche Höhe, aber hier am Ende, das heißt, sie ist auch länger, sie ist ein bisschen länger als das ältere Modell. Ihr seht es halt hier, sie ist, so, sie ist ein kleines bisschen länger und jetzt könnt ihr es eigentlich gut sehen. Okay, okay, jetzt können wir es gut sehen. Jetzt achtet mal hier auf den Rand da drauf. Hier das. Das ist die alte in weiß. Und das ist die neuere Variante. Ihr seht, dass sie gestreckter geschnitten ist. Ja? Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass ihr nicht dieses bauchige, gemütliche Gefühl habt bei der, wie es jetzt bei dieser älteren Matte ist. Also nicht dieses ausgeglichene, bauchige Gefühl. Das hier. Sondern ihr habt hier schon mehr die gestreckte Form, wie es hier wie ein Flügel ist. Das seht ihr halt gerade bei Intermediate-Kites halt hier. Die sind nicht so bauchig geschnitten. Das waren so die Beamer 3 Serien unter anderem oder auch hier die Symphony, die älteren Serien, sondern die neueren sind eher wie so ein Speedcut geschnitten. Das heißt, die fallen hier stark runter, sind hier an der Ecke gerade, ja, setzen hier gerade an und sind auch unten stark zulaufend. Das habt ihr also. Wenn ihr das Ganze anguckt, habt ihr mehr so die Flügelform. Es hat ein paar Vor- und Nachteile. Das heißt, diese Matte machen einfach mehr Druck, wenn sie in dieser Form geschnitten sind. Sind aber auch ein bisschen anfälliger, wenn ihr gerade Windverhältnisse habt, dass sie am Ende einklappen können. Aber ansonsten, sie ist zum Glück nicht so stark geschnitten, wie man es eigentlich vorgestellt hätte. Dann ist die Cut. Hier oben, ich muss euch zeigen, genau das hier. Das Gelbe, das hier, da könnt ihr die, wo hab ich's, genau, da könnt ihr hier die Enden, ja, die Wagenenden könnt ihr dran festmachen. Oder ihr macht es einfach, wie ich es euch sonst vorstellen würde, macht einen Buchknoten, das Ganze zusammen und lasst einfach in die Mitte reinfallen und macht die Leine. Aber Leine könnt ihr auch dran lassen, aber das ist halt der Vorteil. Und dann könnt ihr es beim nächsten Mal ganz einfach lösen und misst halt hier nicht groß dran rum zuppeln, ja, und dann könnt ihr sofort anfangen. Genau. Verarbeitung hier ist einwandfrei. Wie gesagt, mittlerweile ist er vorne und hinten koloriert. Die alte Serie war hinten durchgängig weiß. Material ist vorne und hinten das gleiche, so wie ich es hier sehe, für euch da drin. Genau. Und vom Flugbild halt hier, wie gesagt, durch das, wo sie gestreckter ist, die ist schneller, schneller als die ältere Serie, definitiv, hat aber durch diese Streckung, die gestreckte Form halt hier, ein kleines bisschen Nachteil bei Bögen, Winden, dann müsst ihr gucken, dann kann da mal Wind kommen, kann sie mal einklappen. Das hatte hier die Serie nicht, da konntest du auch bei, durch das, wo sie wie so ein Ei geschnitten ist, da konntest du auch bei leichten Winden mal rausgehen und konntest immer noch so am Windfenster am Ende halt so einfangen. Genau, das ist alles, wie ich finde, gerade dieses Upgrade mit den Leinen macht sie, ich finde, einen exzellenten, etwas teureren Einsteiger-Kite oder auch Allround-Kite. Damit machst du auf keinen Fall was falsch. Meine Empfehlung ist halt hier, guck, dass du ein bisschen Gewicht hast. Also, guck, dass du so ungefähr so 60 Kilo bist, so 50 bis 60 Kilo, wenn du es erstmal rausgehst und auch nicht unbedingt bei Windstärke 3 bis 4 rausgehst, wenn du halt wirklich so leicht bist, weil die gestreckte Form macht so Zugstärker, definitiv. Und das siehst du auch an den Leinen, da hat sich immer Gedanken gemacht, dass man bei denen bei stärkeren Winden rausgehen kann. Für jüngere Leute, 10 Jahre ungefähr, 30, 40 Kilo wirst du sagen, auf keinen Fall, der entwickelt das Ding genauso wie alle anderen in den 2,2 Meter Spannweite einfach zu viel Druck.
um den zu stark zu kontrollieren. Dafür gibt es aber dann noch kleinere Modelle, 1,8er, 1,6er Modelle von HQ oder auch von anderen Herstellern, wo du dann auch bei leichteren Winden oder bei stärkeren Winden rausgehen kannst mit leichteren Personen. So, das alles, das war der HQ Symphony 2.2 Pro Test von euch in der Farbe Rainbow. Wie gesagt, cool finde ich die Line. Das macht den Aufpreis wirklich meck. Und auch die gestrecktere Form, das macht sie, das macht sie einfach dann dazu fliegen. Das macht ein bisschen mehr Spaß, aber du brauchst ein bisschen mehr Gefühl draußen auf der Wiese. Links unten runter. Ciao, ciao und bye.